Menschen, die einen geliebten Angehörigen verloren haben, berichten häufig, dessen Präsenz auch nach seinem Tod noch wahrnehmen zu können. Das beginnt beim Geruch des Verstorbenen und endet mit einer Sichtung seines Geistes. Diese Phänomene sind jedoch meist nur vorübergehend. Die Toten wollen sich wahrscheinlich nur von ihren Lieben verabschieden. Was aber, wenn der Geist 20 Jahre lang bleibt? Der niedersächsische Ort Lüchow-Dannenberg liegt mitten im Wendland. Hier fand die Familie Jahrend vor 25 Jahren ein neues Zuhause. Erika Jahrend, ihr Mann Horst, Tochter Petra und Opa Helmut. Drei Generationen lebten dort unter einem Dach. 1981 haben meine Eltern sich einen Traum erfüllt. Sie haben ihr eigenes Haus gebaut, so wie sie sich das gewünscht haben. 1982 war das Haus fertiggestellt. Dann sind wir, meine Tochter, mein Mann und mein Schwiegervater, umgezogen ins Haus. Der Opa hat unten bei mir gewohnt. Opa Helmuts Tagesablauf folgte einer gewissen Routine. Er stand immer zur gleichen Zeit auf. Er ließ dann sein Zimmer, er ging ins Gäste-WC, ging wieder zurück in sein Zimmer, um dann wieder nach draußen zu gehen und sich vors Haus zu setzen. Das war ein Ritual, da konnte man fast die Uhr nachstellen. Mein Großvater hatte ein sehr stark riechendes, unangenehm stark riechendes Rasierwasser, trug er. Und dazu war er ein Zigarrenraucher. Das heißt, seine Atmung hat man von Weitem gehört. Die war sehr intensiv, schnarchend, rasselnd. Und dazu konnte er nicht mehr so gut gehen. Und das war deutlich zu hören, das Schlurren mit den Füßen. Als wenn sie durch einen Raum gehen und Geräusche entstehen, die schleifend sind. Doch Opa Helmut mit all seinen Ritualen sollte nur 2 Jahre im neuen Heim leben. 1984 stirbt er im Alter von 79 Jahren. Das Leben muss für die Jahrens trotz des Trauerfalls weitergehen. Und so kehren sie bald wieder in ihren Alltag zurück. Mutter Erika ist morgens meist mit Tochter Petra allein zu Hause. Der Vater Horst als Fleischermeister schon früh das Haus verlassen muss. Also die Küche war so der zentrale Anlaufpunkt, wo alles stattgefunden hat. Ich habe heute schulfrei. Schulfrei, das ist ja wunderbar. Und dann saßen wir und haben unser Tagesgeschehen erstmal durchdiskutiert. Das wäre wunderbar. Liegt der Zettel auf der Anrichte? Ja, wir wollen ja backen heute Abend. Und deswegen wäre das ja wunderbar, wenn du noch die Zutaten holen könntest, ne? Oh, das ist aber schon wieder spät. Du, ich schaffe jetzt gar nicht mehr abzuräumen. Kannst du das machen? Mhm. Das wäre wunderbar. Ich mache das schon mal. Bist du fertig mit dem Käse? Ja, ich esse noch das. Kann ich das nehmen? Ja, ganz wunderbar. Wir sehen uns dann heute Nachmittag, ne? Bis später. Nur wenige Tage nach der Beerdigung ändert sich für Petra alles. Also ich bin nach Hause gekommen und ich bin in dieses Haus getreten. Platz. Wieder natürlich in unsere zentrale Mitte, in die Küche hinein. Und wollte eigentlich nur ein Glas Wasser trinken und dann knurrte unsere Bianca und knurrte die Luft an, als hätte sie jemanden gesehen und der wäre jetzt nicht erwünscht, also müsste sie das melden. Und dann habe ich noch darüber gelacht und gesagt, jetzt reicht's aber, sitz. Und plötzlich den Geruch gehabt von Opas Rasierwasser. Und dann roch es auch, als hätte jemand eine Zigarre geraucht. Und in dem Augenblick, es war ja erst wenige Tage nach der Beerdigung, dachte ich so, naja, Opa raucht schon wieder und hat die Türen aufgelassen. Immer dasselbe. Bis mir dann wenige Sekunden später auffiel, Opa ist tot. Es kann nicht nach Zigarre riechen, es kann nicht nach seinem Rasierwasser riechen. Das war unheimlich. Und dann hörte man den Gang meines Opas. Mein
Großvater, das Atmen von ihm und dieser Geruch näherte sich mir. Ich habe mich so erschrocken, dass ich dann nach dem Wasserglas griff und das umgekippt habe. Und ich habe den Raum verlassen. Ganz schnell, nach oben. Ich habe mir gesagt, dass es nicht stattgefunden hat. Dass ich mir nur gewünscht habe, dass der Opa jetzt da war. Dass ich es bin, die jetzt herumfantasiert. Und habe dann aber meinen Hund angeguckt und gesehen, das kann nicht wahr sein. Die hat ja angeschlagen. Mein einziger Augenzeuge war in dem Augenblick mein Hund. Und die konnte das nicht bezeugen. Also habe ich mich sehr intensiv zu ihr hingezogen gefühlt und einfach mir gesagt, das war einmalig und das wird auch nicht wieder vorkommen. Es gibt ganz viele Spukfälle, wo Menschen genau sowas erleben. Ein naher Verwandter stirbt und man hört immer noch die Geräusche, die er zu Lebzeiten gemacht hat. Eigentlich eine gruselige Erfahrung, meint man, aber doch hat es was Heimeliges, weil die Person, die verstorbene Person, das früher immer machte. Die kann man tatsächlich spüren. Manchmal ist es unverhofft, manchmal kommt sie auch tatsächlich mit Vorankündigung. Manchmal merkt man, dass irgendwas vielleicht im Raum ist und man weiß sofort, das war Opa. Die Monate vergehen und fast täglich hat Petra unerklärliche Erlebnisse, die sie mit ihrem verstorbenen Opa verbindet. Doch sie vertraut sich niemandem an, nicht mal ihrer Mutter. Meine Mutter war am Herd. Und da ging wieder diese Tür auf. Man hörte Opa gehen und atmen. Und irgendwann war der Geruch wieder der bekannten Zigarre da. Und ich dachte so, jetzt erlebst du es nicht alleine. Jetzt ist meine Mutter dabei. Und ich habe Herzklopfen bekommen. Und wie der Stuhl von alleine wegrutschte, dann guckte sie, kriegte ganz große Augen. Und was war das? Opa! Mama, du merkst es auch? Ja. Meine Mutter drehte sich ganz locker um und sagte, kannst du jetzt bitte abhauen? Nun geh doch mal hier endlich. So selbstverständlich, als wäre ein Fremder da, mit dem sie sprechen könnte. Und ich war völligst entsetzt. Ich dachte, was geschieht jetzt hier? Und dann habe ich ihr das erzählt, hab keine Angst, Opa hat uns noch nicht verlassen. Ich dachte, ich werde schon verrückt. Nein. Diese Erleichterung zu spüren, man ist nicht verrückt.